Kennen Sie Petrowelt Technologies, meine Damen und Herren? Vielleicht nicht direkt, aber wenn ich Ihnen den Namen Cut Oil sage, dann sind Sie vielleicht besser aufgehoben. So hieß das Unternehmen nämlich vorher und es ist unser erster Wert im Schnelltest. Also neuer Name, neuer Schwung oder wie läuft's? Ja, das Schlimmste scheint das Unternehmen hinter sich gebracht zu haben. Mit dem sich erholenden Ölpreis erholt sich natürlich die Branche auch. Man ist ja als Zuliefer- und als Serviceunternehmen im Öl- und Gasfeldgeschäft tätig. Der starke Russlandbezug, der birgt natürlich weiterhin Risiken in sich, aber der Rubel erholt sich nachhaltig von seinen Tiefständen und die Aktie mit einem KGV von 11 ist eine sehr niedrige Bewertung. Das puffert natürlich den Kurs nach unten auch ab. Charttechnisch zeigt die Aktie eine untere Umkehrformation und ich glaube, schon bald sollten wieder zweistellige Kurse möglich sein. Wir sind ja jetzt bei etwas über 8 Euro, ist meines Erachtens ein Kauf. Ja, dann wären wir eine Phrase los, der Rubel rollt und rollt er auch bei Bertrand? Ja, da hat man ja sehr erfolgreiche Jahre hinter sich gebracht, jetzt das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Da hat man jetzt einen Rücksetzer zu verkraften. Der operative Gewinn ist um 27% gesunken. Es gab mehrere Ursachen. Zum einen kalendarisch, es gab weniger Arbeitstage, aber auch Preisdruck macht sich in der Branche breit. Und das Geschäft so läuft eigentlich weiterhin gut. Das zeigt der Umsatz, der um 1,1% gestiegen ist. Insgesamt waren die Zahlen aber unter den Erwartungen und auch das zweite Quartal dürfte keine tiefgreifenden Besserungen zeigen. Die Grundstimmung in der Kfz-Branche ist aber weiterhin positiv. Deswegen ist Bertrand für mich weiterhin erstmal eine Halteposition. Ja, Nordex kommt ja nicht so richtig aus dem Pushen. Wie sieht es da bei PNE Wind aus? Ja, da hat man ja mit SPSW Capital hat man einen neuen Großaktionär und der dürfte doch recht aktivistisch sein. Das heißt, dieser Großaktionär, der wird Druck auf das Management machen, den Unternehmenswert deutlich zu steigern. Aber auch operativ läuft es gut. 2016 hat man Rekordzahlen vorgelegt. Man ist weitgehend entschuldet. Buchwert der Aktie liegt bei rund 3 Euro, also doch schon ein ganz schönes Stück über dem aktuellen Kurs. Die Analystenkursziele, die reichen sogar bis 3,80 Euro, ist also ein Kauf. Dann kommen wir zu Fuchs Petrolub. Die sind nach den Zahlen ein bisschen kritisiert worden. Da wurde bemängelt, ohne Übernahme wäre alles ein bisschen rückläufig gewesen. Wie ist der aktuelle Stand denn? Was macht man mit der Aktie? Ja, generell ist das ein Unternehmen, was weiterhin höchst erfolgreich in einer Nische tätig ist, Spezialschmierstoffe. Umsatz 2016 ist um 9% gestiegen und das trotz negativer Währungseffekte. Nettoergebnis ist plus 10% oder um 10% gestiegen. Dividende soll um 9% steigen. 2017 sollen Umsatz und Gewinn erneut steigen. Und was die Übernahmen angeht, ja, ist schon richtig. Allerdings schafft es Fuchs Petrolub, und das spricht für die Managementqualität, dass man Übernahmen tätigt und damit die Profitabilität nicht verwässert. Das ist ja ein oft gemachter Fehler. Man kauft sich zwar Umsatz dazu, aber verwässert damit die Profitabilität. Das ist bei Fuchs Petrolub nicht der Fall. Und also wenn man sich die Aktie anguckt, wenn die Vorzugsaktien über 85 Euro steigen, dann wäre das zumindest aus charttechnischer Sicht ein neues Kaufsignal. Allerdings ist das KGV natürlich schon recht ambitioniert mit 23 und für konservative Anleger ist die Aktie deswegen nur eine Halteposition. Dann kommen wir mal zu Lenovo und da hat es bei den Zahlen ein bisschen reingeregnet. Ja, ziemlich reingeregnet. Es gab schwache Zahlen aller Ordens, also auf dem Markt für Rechenzentren und auch für PCs und auch rote Zahlen im Geschäft mit Handys. Dazu steigen dann noch die Preise für Komponenten. Der Gewinn ist im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um 67% eingebrochen. Der Umsatz ist um 6% zurückgegangen. Derzeit ist auch keine Aufhellung in Sicht. Finger weg, kann man da nur sagen. Besser läuft es da bei FMC, Fresenius Medical Care, da waren die Zahlen bombig. Ja, das zeigt, dass die Sparmaßnahmen auch Früchte getragen haben. Der Umsatz ist im vergangenen Jahr um 7% gestiegen, das EBIT um 13%. Die Dividende legt auf 96 Cent zu, das ist die 20. Dividendensteigerung in Folge. Und insbesondere das Geschäft mit Gesundheitsdienstleistungen in Nordamerika, das hat geboomt und man wird auch 2017 wieder erfolgreich sein. Die Prognose für den Umsatz, die liegt bei plus 8 bis plus 10%, ist eine gute Halteposition.
Dann kommen wir zu einer Aktie, wo man so ein bisschen zwiespältig sein kann, RWE. Wir haben es vorhin eingangs erwähnt, aktuell im Jahresverlauf der beste DAX-Wert, aber jetzt wurde die Dividende wieder gestrichen, also sollte man die Aktie dann jetzt auch streichen? Generell, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich halte es eher für eine technische Gegenbewegung. Die Aktie war dermaßen ausgebombt. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann weiß man auch warum. 2016 tiefrot, 5,7 Milliarden Euro Verlust. Die Dividende für die im DAX notierten Stammaktien, die fällt jetzt erneut aus. Auch für 2015 gab es ja keine Dividende. Die Vorzüge halten immerhin 13 Cent Dividende. Und Hauptursache für das schwache Abschneiden, das sind milliardenschwere Abschreibungen auf den deutschen Kraftwerkspark gewesen. Dazu gibt es dann noch Rückstellungen in Höhe von knapp 2 Milliarden Euro für den im Juli zu dotierenden Fonds für den Ausstieg aus der Kernenergie. Insgesamt auch operativ ging es aber 2016 bergab. Und die Aktie kann sich wirklich insgesamt nur langsam aus dem Tal der Tränen befreien und drängt sich meines Erachtens auch aus operativer Sicht vorerst nicht zum Kauf auf. Dann kommen wir zu Nummer 3 in diesem Jahr, Bayer. Hier sind die Zahlen auch so ein bisschen gemischt ausgefallen, Umsatz gesteigert, Gewinn um ein Viertel rückläufig und im Hinterkopf noch die bisschen kleine Unsicherheit mit der Monsanto-Übernahme im Gesamtpaket. Ja, also man muss sagen, das Pharmageschäft, das reißt es dann wieder raus. Also da hat man dann wirklich ein Rekordjahr gesehen. Und insbesondere im vierten Quartal gab es dann eine deutliche Beschleunigung und auch, was die Dividende angeht, im Gegensatz zu RWE, da will man die um 20 Cent auf 2,70 Euro steigern. Natürlich Monsanto, die Übernahme, das ist weiterhin so ein bisschen der Bremsklotz und braucht weiterhin auch viel Zeit. Insbesondere gibt es von vielen Behörden noch ausstehende Erlaubnisse für die Übernahme und das verzögert den Deal auch weiterhin und das sorgt natürlich auch für anhaltende Verunsicherung am Aktienmarkt. Aber 2017 will Bayer operativ auch weiter wachsen. Und der Aktienkurs hatte ja seit Anfang 2015 einen anhaltenden Abwärtstrend gezeigt. Da sind wir mittlerweile nach oben ausgebrochen, also aus charttechnischer Sicht eine deutliche Aufhellung. Und wer einsteigen will, muss auch hier Geduld haben wegen Monsanto. Ich würde da einen Rücksetzer bis in den Bereich 104, 106 Euro abwarten. Das heißt, so 1-2 Euro sollte es schon noch mal runtergehen, bevor man da wieder einen günstigen Einstiegszeitpunkt hat. Vielen Dank für die Auskünfte, Herr Kantim. Dann können wir uns ja jetzt in den Faschingstrubel schmeißen an Altweiberfasnacht. Also, meine Damen und Herren, das war der Aktionärsbrief TV für heute. Jetzt heißt es Altweiberfasnacht und es wird Karneval gefeiert. Die Jecken sind unterwegs, aber wir sind morgen doch noch für Sie da. Morgen gibt es noch eine Ausgabe von Licht und Schatten und erst dann schmeißen wir uns so richtig ins Karnevalsgetümmel. Also, bis morgen.